Harting wird Vierter beim letzten Wettkampf im Ausland Deutschlands. Diskusstar Robert Harting hat bei seinem letzten Wettkampf im Ausland den Sieg verpasst. Der London Olympiasieger hatte seine Karriere beim ISTF am 2. September in Berlin beenden wird, kam beim Kamila Skolimowska Memorial im polnischen Czorsu mit 62,94 Metern auf den 4. Platz. Hartings langjähriger Konkurrent Piotr Malachowski, Polen, hatte den 33-Jährigen zu dem Event in Polen eingeladen. Der Sieg ging an Europameister Andrius Gutsius, Litauen, mit 66,15 Metern. Hartings großes Ziel war eine Medaille bei der Heim-EM Anfang August in Berlin gewesen. Dort reichte es für ihn zu Rang 6. Harting hat in seiner langen Karriere zahlreiche Erfolge und Titel gefeiert. Das Highlight war der Olympiasieg 2012, zudem wurde er unter anderem dreimal Weltmeister und zweimal Europameister. An sein früheres Leistungsniveau kam Harting nach schweren Verletzungen zuletzt jedoch nicht mehr ganz heran. In Czorsu verlief die Revanche für Hürdensprinterin Pamela Dutkiewicz-Wattenscheid indes enttäuschend. Die zweite der Heim-EM in Berlin erreichte das Ziel über 100 Meter nicht. Europameisterin Elvira Hermann, Weißrussland, 12,87 Sekunden, gewann. Schon im vergangenen Jahr war Dutkiewicz in Czorsu gestürzt. Über die 100 Meter der Männer lief der US-Amerikaner Ronnie Baker am Mittwoch in 9,87 Sekunden Weltjahresbestleistung.